Hallöchen, Leute. Meines Wissens nach stehen uns jetzt diverse Optionen in Sekiro bevor. Also diverse Sachen stehen uns offen. Zum einen können wir hier in die Höhle gehen. Gucken, was hier so vor sich geht. Was so mein ein Schutzstein. Ein Stein, der auf dem Altar im Dorf der Wasserbewohner gefunden werden kann. Solche Steine bilden sich in den Körpern jener, die das Urquellwasser über längere Zeit trinken. Trete in den Eheschrein und biete den duftenden, glückverheißenden Stein an. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erben zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird. Und wir können untersuchen. Altar des Schutzsteins. Schutzsteine verheißt Glück. Mit süßem Duft als Brautgeschenk. Die Sänfte wartet bereits. Okay. Interessant, interessant. Was wiederum die Frage nahelegt. War das alles, was hier drin ist? Weil wenn ja, stehen uns doch weniger Optionen bevor, als ich erwartet hätte. Zum einen, ja, wir können wieder mit Kubo reden. Der wird sicherlich erfreut darüber sein, dass wir ihm etwas bringen, was er braucht. Wir haben aber auch noch die Sache. Wir haben noch einen Kopflosen, der auf uns wartet. Wir haben noch einen Sonnenaffen, der auf uns wartet. Und wahrscheinlich da noch diverse andere Sachen, die auf uns warten. Na, wir haben auch nur noch dreimal Konfetti. Das heißt, da müssten wir etwas vorsichtig sein. Wenn wir gegen den nächsten Kopflosen kämpfen. Wo wir von hier, glaube ich, nicht hinkommen. Oder kommen wir hier hin? Diese bisschen suspekt, wage ich so zu behaupten. Das wird auf jeden Fall der falsche Weg sein. So. Okay. Oh.
Aber an für sich sind wir hier richtig, das heißt. Alles cool. Alles cool, jo. Okay. Hier den wage ich zu behaupten. Dass die ganze Sache hier immer noch Bescheid ist. Wir spielen ein Action-Game. Kein Fan dieser Jump'n'Run-Einlagen. Aber naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Es bleibt uns hier quasi nichts anderes übrig. Ups. Komm her. Herkommen. Autsch. Das Grauen. Letztes Konfetti. Du. Au. Er ist einfacher als der andere. Gebe ich zu. Auch wenn es erst andersrum aussah, aber. Dennoch brauchen wir Konfetti. Und das heißt, wir dürfen wieder die blauen Samurais töten. Oh, ich bin begeistert. Wirklich. Ohne Flachs. Lass es mich so sagen. Es tut mir leid, dass wir das
erneut machen müssen. Haben wir wenigstens. Nein, haben wir nicht. Au, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay, ich bin da ein bisschen raus. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin ein bisschen dabei raus, wie man die blauen Samurais nochmal bekämpft. Wir brauchen den Emoji. Weg. Ich bin gar nicht da. 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 Alles cool hier, mein Freund. Alte Dame. Wer wurde da gerade getötet? Okay, besser. Ach, ein Konfetti. Ja gut, wir müssen nehmen, was wir kriegen, ne? Alte Frau. Aua. Ja,
Kügelchen. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Okay, Magnetitschrott und ein Konfetti. Ich hätte gerne 4. Ich denke, das ist 4. Also 4 für einen Kampf. Dann brauchen wir wahrscheinlich für vorne wahrscheinlich noch was für den Sonnenaffen, oder? Also ich würde mal behaupten, dass wir das brauchen. Das. Ich hasse euch. Ihr seid so nervig. Au. Wieso darf ich mich jetzt nicht mehr wegrollen? Oh, ich hätte mich doch so gerne weggerollt. Verwalter? Moment. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten, das Husten und Keuchen einer Person, die dem Tode nahe ist. Hustende Person befindet sich in der Nähe giftiger Becken und bringt denjenigen Opfergaben dar, die Buddha nicht retten konnte. Der Besitz dieses Objektes reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Wir haben wieder 3, also. Ist alles noch im Rahmen. Das ist alles noch im Rahmen. Wir kriegen Eisenschrott von euch. Wir kriegen Konfekt von euch. Aber was wir nicht kriegen, ist das, was wir haben wollen. Nämlich gottverdammtes Konfetti. Warum kriegen wir denn kein Konfetti, Fetti, 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 Fetti? Okay, wir kriegen dämlichen Eisenschrott. Wir kriegen auch Magnetitschrott, wenn wir Glück haben. Was wir aber nicht bekommen, ist das eine, das wir benötigen. Wurdet ihr auch stärker? Ich hab so das Gefühl. Ja.
wiederhole es dir gegenüber auch nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen mehr Schaden. Wir haben 4 Konfetti. Das heißt, wir würden theoretisch den Kampf gegen ihn gewinnen können. Aber das wäre einzig und allein die Theorie. Wir brauchen halt 4 für einen Kampf. Denn der Kampf zieht sich bei ihm länger hin. Was wiederum heißt, ich hätte gerne mehr. Ja, es bringt uns nichts, wenn wir nach jedem Kampf hier wieder Konfetti holen müssen. Dazu kann ich euch jetzt dann was sagen. Kann ich euch was erzählen? Hey. Gestern in der Badewanne. Oh. Ich war duschen. Wie es halt so üblich ist, weil wir haben halt nur eine Badewanne hier. Ich war duschen, wollte aus der Wanne raus, dann natürlich stürze ich. Ich stoß mir nicht den Kopf an oder sonst irgendwas. Nein, ich stürze direkt auf meinen Hals. Einmal volle Kanne auf den Hals. So, das ist jetzt ein bisschen was her. Aber dennoch ist die Tatsache, dass ich so ein bisschen ein Engelgefühl im Hals habe. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, oh, kack aus der Notaufnahme und alles. Aber es bereitet einem dann doch schon Sorgen. Weil... Also wie es euch geht, aber ich bin auf jeden Fall kein Experte, was Stürze betrifft. Es ist auch nicht so, dass es mich großartig im Atmen behindern würde. Es ist halt nur so ein bisschen unangenehm. Und ja, vielleicht muss ich noch zum Arzt. Ich beobachte das mal. Also ernsthaft, deine Wachkünste lassen zu wünschen übrig. Okay. Es wäre auch einfacher, wenn wir die nächste Fähigkeit, die es uns erlaubt, mehr Sachen zu finden, schon hätten. Wir haben jetzt 5 Konfetti, das heißt, ich hätte gern nochmal 5. Irgendwer hat mich bemerkt. Au. Pampas Samurai.
Au. Erklärt mir mal, wie man das machen soll, wenn man sich um zwei Leute gleichzeitig kümmern muss, die auch beide zur gleichen Zeit sich denken, oh, wir könnten ihn jetzt mit Schwertstoß. Das wäre cool, oder? Au. Danke. Danke, 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 danke. Okay, okay. Wir sollten. Nach oben. Jupp. Jupp, 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 jupp. Ups. Aua. Aua. Ihr hört verdammt Schwachköpfe. Ich hasse euch. Wieso seid ihr immer zu fünft? So gefühlt. Gott verdammte Scheißkerle. Ernsthaft. Eisenschrott. Stirb. Oh, Fettwachsklumpen, das ist ja angenehm. Im Ernst? Immer noch nicht. Wir haben ein fehlgelagertes Flammenrohr. Wir. Was verbraucht? Jedes verkackte Mal. Ich hasse die blauen Samurais. Ah, das habe ich eigentlich schon mal erwähnt. Ich glaube.
Glaube schon. Ihr gebt ja noch nicht mal gut Erfahrungspunkte, wenn man das denn so nennen kann. Und nochmal Konfetti. Das heißt, wir haben 8. Das heißt, ich kann gleich abhauen. Ups. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir ist nicht so ganz wohl dabei, ja. Deshalb. Aua. Kauf dir eine Hose. Bitte. Tu uns allen den Gefallen. Kauf dir eine gottverdammte Hose. Ihr habt gehört, das soll wahre Wunder bewirken. Und ansonsten, was könnten wir noch machen, um den Kampf einfacher zu gestalten? Beruhigungsmittel. Ja. Wahrscheinlich wird das die beste Möglichkeit sein. Lasse mich raste. Lasse mich geistes. Ja. Ihr seid teurer geworden, ne? Ah, wahrscheinlich seid ihr einfach teurer geworden. Okay. Okay. Also. Prothesenmann. Verbessere meine Module, bitte. Nee, das können wir machen, ja. Aber eigentlich will ich das nicht. Wir brauchen dafür Grabwachsklumpen. Das könnten wir machen. Dann machen wir das doch. Oh. Uns fehlt also noch ein Prothesenmodul. Sehe ich das richtig? Dafür. Oh. Okay. Wenigstens etwas. Ich sag's mal so. Wenigstens etwas. Was mussten wir? RT halten. Oh.
Das ist Feuer. Gebe zu, das ist Feuer. Eine Handvoll Asche. Ups, war ich das? Ich kann mich nicht dran erinnern. Sorry. Ja, okay, ich muss sagen, das Flammenrohr. Das Flammenrohr ist echt cool. Aber im Anbetracht auf die Zeit besiegen wir heute nicht nochmal den Kopflosen. Der dadurch eigentlich auch gehörlos sein sollte. Aber wie mir scheint, kann er sehr gut hören und auch sehr gut sehen. Was die Frage aufwirft, warum hat er dann nicht einfach einen Kopf? Ich meine, wenn er alles ohne Kopf kann, was er mit Kopf können sollte, dann... ja. Hätte man ihm auch einfach einen Kopf geben können, oder? Also in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich entschuldige mich dafür, dass wir schon wieder farmen und grinden mussten, aber es bleibt halt leider nicht aus. Also, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.